Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mal etwas anderes. Heute gibt es nämlich mal ein Unboxing-Video. Ich habe mir ein neues Filtersystem gekauft, da ich ja auch viele Weitwinkelobjektive habe und dementsprechend brauche ich da auch relativ spezielle Filter, die groß genug sind, damit auch wirklich alles raufpasst. Und ich habe mir hier ein Filtersystem gekauft von Format Hightech. Vielen Dank an dieser Stelle an Danny Aid, an meinen guten Freund Danny Aid aus Dubai, der mir das hier empfohlen hat, der es mir auch live präsentiert hat und ich war hin und weg von dem Ganzen und das möchte ich euch heute mal zeigen. Also, los geht's und damit ihr noch besser sehen könnt, was ich hier tue, werde ich mir jetzt hier, auch wenn es ein bisschen trottelig aussieht, aber ich werde mir jetzt hier mal noch so eine GoPro aufschnallen, damit ihr besser seht, was ich mache. Los geht's! Ich bin jetzt hier vor der Verpackung. Ich habe das Ganze schon mal äußerlich zumindest geöffnet, habe mich dann aber entschieden, okay, ich mache mal doch ein Video dazu, weil ich bin erstens selber extrem aufgeregt und zweitens mal möchte ich euch das natürlich auch nicht vorenthalten. Verpackt ist das Ganze schon mal sehr gut. Es wurde aus England geliefert und hier unten versteckt sich jetzt zum einen einmal hier noch ein Adapter, damit ich das Ganze auch an normale Objektive ranmachen kann und dann natürlich hier unten das eigentliche Filterset. Das kann zur Seite. Ich habe mir hier die Elijah Locardi Signature Edition gekauft, das Traveler Kit, da sind insgesamt drei verschiedene Filter drin und wie das Ganze jetzt von innen aussieht, gucken wir uns jetzt mal genauer an. So, erste Verpackung auf, dann folgt hier gleich noch eine zweite und hier ist jetzt zum einen ein kleines Buch drin, hier sind so ein paar Dinge, die Elijah Locardi noch aufgeschrieben hat, ein paar Tipps und Tricks, sehr cool, lese ich mir auf jeden Fall noch durch. Und dann geht es hier eigentlich auch schon los mit dem Filterhalter für das 14 bis 24 mm von Nikon. Denn deswegen habe ich mir dieses Kit eigentlich überhaupt gekauft, weil ich ein Filterset gesucht habe, was auch an meinen 14 bis 24 mm Nikon ranpasst. Das Ganze, wie du siehst, ist wirklich sehr, sehr groß. Das ist natürlich dem geschuldet, dass das 14 mm derartig weitwinklig ist, dass man wirklich extrem große Filter und Filterhalter braucht, damit das überhaupt komplett drauf ist. Das ist zum einen hier das, was vorne auf das Objektiv drauf kommt und dann steckt man das Ganze dann hier so drauf. Und dann haben wir jetzt hier natürlich das Wichtigste noch. Das sind die eigentlichen Filter. Damit kann diese Box hier auch mal runter. Das sind die eigentlichen Filter. Die sind sehr schön eingepackt hier in diese Box. Gefällt mir außerordentlich gut. Die kann man jetzt hier, ich räume das mal alles ein bisschen zur Seite hier, die kann man jetzt hier so aufklappen und dann sind hier jeweils die Filter drin. Fangen wir einfach mal mit dem Filter hier an, auch nochmal sehr schön eingepackt. Ja, ihr werdet mich jetzt sowieso für verrückt erklären, aber ich ziehe mir trotzdem Handschuhe dazu an, weil ich keinen Bock habe, irgendwelche Fingerabdrücke oder sonstiges auf diesen Filtern zu haben. Das sind nämlich jetzt hier die Firecast Filter von Format Hightech und dementsprechend, das sind wirklich Glasfilter, die haben halt auch wirklich keinen Farbstich mehr drin und das konnte ich auch schon live testen, wie gesagt, deswegen habe ich mir dieses Filtersystem überhaupt gekauft und ich werde das Ganze jetzt hier einfach mal aufmachen. Ich will das am liebsten gar nicht zerreißen, naja, mir wird nichts anderes übrig bleiben. Qualitätskontrolle ist bestätigt und jetzt können wir das Ganze hier mal auspacken. So sehen jetzt diese Filter aus. Also wie du siehst, das sind 165 x 165 mm große Glasfilter. Dementsprechend auf jeden Fall groß und sie wiegen auch ein bisschen was. Aber man sieht jetzt auch schon, dass das hier ein bisschen Qualität hat. Das ist jetzt hier der Filter, mal schnell noch mal vorne drauf gucken, ob das hier irgendwo drauf steht. Das ist der ND1.2, das heißt, das ist der 4-Stop-Filter. Und dann habe ich hier noch einen ND3.0-Filter drin, das heißt 10 Stops insgesamt. Das heißt, ich habe hier einen etwas schwächeren und dann noch mal einen etwas stärkeren ND-Filter drin. Das war jetzt hier gerade der schwächere von den beiden. Packe ich erstmal so wieder zusammen. Kommt hier wieder rein. Dann habe ich hier den ND3.0. Das heißt, das ist der 10-Stop-Filter. Der ist jetzt auch wirklich extrem dunkel. Also hier kann ich jetzt auch wirklich
gar nicht mehr durchgucken, auch wenn es jetzt hier gerade ein bisschen spiegelt, aber der ist wirklich extrem dunkel. Also 10 Stops insgesamt kann ich damit verdunkeln. Sehr coole Sache. Wird so direkt wieder eingepackt. Ich will die am liebsten auch hier die ganze Zeit da drin lassen. Ich muss mal gucken, ob ich dafür noch eine andere Lösung finde. Aber ich würde sie ungern so ohne diesen Papier hier drumherum hier wieder reinpacken. Auch wenn das vielleicht sogar dafür gemacht ist. Aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst um diese Filter. Die waren schon teuer. Zu den Preisen sage ich jetzt auch gleich noch ein bisschen was. Als erstes kommt jetzt hier noch mein Verlaufsfilter. Den möchte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten. Das ist das gute Stück. Das ist ein ND, hier steht sogar drauf, 0.9 Verlaufsfilter. Das heißt, oben hat er insgesamt 3 Stops und unten ist er dann wirklich durchsichtig. Sehr coole Sache. Ich brenne da drauf, dieses Filtersystem mal auszuprobieren. Heute ist leider bei uns nicht so cooles Wetter. Deswegen wird das heute wahrscheinlich eher nichts. Aber in den nächsten Tagen wird da auf jeden Fall der erste Test gemacht. Und wenn du Bock darauf hast, dass ich hier mal so einen Test dir auch als Video zeigen soll, wenn ich da mal wirklich dann auch meine Meinung zu sagen soll, wenn ich das Ganze ausgetestet habe, dann lass auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da und schreib's in die Kommentare. So sieht das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, es ist sehr, sehr groß, aber es ist, wie gesagt, für mein 14 bis 24. Ich werde das 14 24 jetzt auch mal kurz herholen und dann wirst du mal sehen, wie das Ganze aussieht. Das hier ist das 14 bis 24 mm von Nikon. So sieht das Ganze aus. Wer es noch nicht gesehen hat, eine unglaublich coole Linse, mit der ich fast alles mache, wenn ich im Cityscape oder Landscape-Bereich unterwegs bin. Und dieses Objektiv hat halt aber den Nachteil, dass es erstens hier eine gebogene Linse hat und dementsprechend einen so großen Blickwinkel hat, dass man entsprechend große Filter braucht. Ich werde das Ganze jetzt hier mal an das Objektiv ranbasteln. So schwer wird das ja nicht sein. Es ist jetzt zwar keine Anleitung mehr mit dabei, aber das erklärt sich hier eigentlich fast von selber. Ich hoffe, ich stelle mich jetzt hier nicht zu blöd an. Aber das wird hier einfach so draufgeschoben auf das Objektiv und dann wird das Ganze hier einmal so drüber geklappt, rastet auch alles schön ein und jetzt kann man hier entsprechend die Filter einschieben. Ich werde das Ganze jetzt auch mal natürlich in den nächsten Tagen testen und wie gesagt, wenn du interessiert bist daran, dass ich dann auch mal danach noch meine Meinung zu diesem Filterset sage, dann schreib es auf jeden Fall in die Kommentare. Preislich gesehen hat mich das Ganze sehr, sehr viel Geld gekostet. Das liegt allerdings wirklich daran, dass ich das Ganze für dieses Objektiv haben wollte. Ich habe das Ganze jetzt aus England bestellt und ich habe insgesamt fast 900 Euro dafür ausgegeben, obwohl ich schon einen Code benutzt habe, um noch ein bisschen Rabatt zu bekommen. Also diese Filter in der Größe sind halt wirklich sehr, sehr teuer. Das sind halt richtige Firecast-Filter. Das ist so ziemlich das Beste, was aktuell auf dem Markt vorhanden ist. Und dementsprechend sind die halt auch sehr, sehr teuer. Ich hoffe, dass sie ihr Geld wert sind. Das, was ich bisher damit ausprobiert habe, muss ich sagen, da sind sie ihr Geld wert. Aber es ist natürlich so, dass man so viel Geld dafür bezahlt, dass man sich eigentlich auch eine neue Kamera dafür kaufen könnte. Zumindest eine APS-C-Kamera. Wenn man allerdings nicht dieses Objektiv hier besitzt, sondern ein normales Objektiv mit zum Beispiel 77 mm Filtergewinde, dann ist das Ganze schon sehr, sehr viel günstiger. Dann kann man sich so ein Paket hier bei Amazon für, ich glaube, ungefähr 300 Euro kaufen. Natürlich ist das auch nicht günstig, aber es ist immerhin nur ein Drittel des Preises von dem, was ich jetzt für dieses Objektiv hier bezahlt habe. Dementsprechend kann man schon deutlich günstiger da rankommen. Und wenn du Interesse daran hast, dir auch Format Hightech Filter zu kaufen, dann kannst du das auch, wie gesagt, wesentlich günstiger bekommen. Wenn man jetzt rechnet, 300 Euro, da sind 3 Filter drin, also pro Filter ungefähr 100 Euro. Dazu kommt halt noch diese Halterung mit dazu. Dann ist das auf jeden Fall ein Preis, über den man reden kann. Und vor allem die Filterqualität ist halt entsprechend sehr, sehr gut. Ja, wenn du noch Fragen hast, dann poste sie gerne unter dieses Video. Wenn es dir gefallen hat, natürlich gib einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Du kannst ja auch einfach mal unten in die Kommentare schreiben, ob dir solche Videos zum Thema Technik und so weiter, Equipment gefallen insgesamt. Dann werde ich da auch in der nächsten Zeit ein bisschen mehr machen und natürlich auch hierzu dann noch eine fundierte Meinung abgeben, sobald ich das machen kann. Also bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten deiner Bilder. Ciao.